mi mano, sto il mio cane e il mio cane a cane. Ti vedete che si sta chiedendo a cane. Non parla, bravo. Ma mamma criminale, tutto ci usi più di tuo re. Saluti il popolo ancora, culo e tutti i cruzi. Tre ali, cose nostre, tre si rame, questa stella di tigre di nostra. Ma mamma criminale, che ne che tu rulla, tu per la schiacca e tiene. Признавать их власть, как вы не ватья, чем за нас чемпион, лучше на чемпион. Мама, мама, криминал, судьба на вас, на грани бимена. Ведь каждого фуна лишь ты черный пенал, да. Ставка слишком высока. Мама, мама, криминал, как ты такая, не беда, по-другому никак. Каждый сам ищет лупит. Great MMA, Satumar aus Rumänien, für ihn wie für seinen Gegner das Debüt im MMA. Hier sein Gegner in der roten Ecke, Andy Gorchanov, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von der Alpha Academy, trainiert unter Pavel Kozlowski. Erste Mal laut in der Halle, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Andy Gorchanov. Schon die rote Ecke an die Gorchanov. Des heutigen Abends, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im MMA. Leicht abgeändertes Regelwerk im Vergleich zu den Profis, angefangen bei den Handschuhen und den Schienbeinschonern. 12-6 Elbows verboten von oben.
Einmal 3 Minuten wird hier gekämpft. Jetzt gibt es nochmal die letzte Instruktion von unserem Referee. Und dann starten wir auch in den 4. Kampf des heutigen Abends, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der Vendetta Fight Night 31. Rückfrei, Runde 1. Hier wird die erste Runde freigegeben. Hier gibt es nochmal ein Touch Gloves für die Fairness. Und dann geht es auch hier schon los. Doch Carlos beginnt hier mit einem Low Kick. Und bei der Versuchung mal die Reichweite abzuschätzen. So, das ist jetzt ein Kick von Vaga. Hier Inside Leg Kick von Vaga. Schöner Kick von Kochanov. Aber Vaga unbeeindruckt, kontert seinerseits wieder mit einem Kick. Es kommt hier etwas Ruhe rein in den Kampf, versuchen wir beide die Reichweite abzuschätzen, die Distanz. Kochanov versucht hier die Ringmitte für sich zu beanspruchen. Jetzt hier schöner, harter Bodykick von Gokhanov. Ja, jetzt wird hier das erste Mal, geht es jetzt hier zu Boden. Gokhanov versucht hier Vaga auszuhebeln, kann ihn jetzt zu Boden bringen. Wird jetzt hier versuchen, sich auf jeden Fall in die dominante Position vorzuarbeiten. Verteidigt das hier noch gut. Fixiert hier noch schön den rechten Arm von Gokhanov, um möglichst wenig Platz zu geben, dass er hier nicht in eine dominantere Position kommt. Ruhe eingekehrt. Gokhanov jetzt hier in der Half Guard. Ja, eine dominantere Partie zu einem Boden. Jetzt hier Ground and Pound. Jetzt versucht sich Vaga hier aufzurichten. Jetzt Gokhanov in der Side Control. Fixiert hier auch gut den rechten Arm von Vaga. Ja, jetzt gibt es hier wieder hartes Ground and Pound von der roten Ecke. Arbeitet sich hier immer weiter vor Gokhanov. Die letzten 10 Sekunden der ersten Runde. Vaga wird sich hier noch zum Gong retten können. Versucht er hier noch einen Choke anzusetzen. Gelingt ihm leider nicht. Die Instruktionen von den Coaches. Die Highlights der ersten Runde für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Hause hinter den Bildschirmen. Hier schenken sich beide Kontrahenten absolut nichts. Hier sehen wir nochmal die Szene. Setzt hier einen Single Leg Takedown an, kann den nicht ganz durchbringen, schafft es trotzdem, Vaga von den Beinen zu holen und sich hier die dominante Position am Boden zu setzen. Hier sehen wir nochmal den Choke, den er versucht hat anzusetzen. Hier sehen wir links im Bild den Besitzer und auch Wiener Legende Pavel Kozlowski. Der seinem Kämpfer nochmal die letzten Instruktionen zukommen lässt. Und dann gehen wir auch gleich in die dritte, in die zweite Runde. Den vierten Kampf des heutigen Abends, liebe Zuschauer. Beide sehr jung, sehr dynamisch, wollen sich auf jeden Fall hier bei ihrem Debüt beweisen vor den Zuschauern.
Für Wager seinerseits mit starken Aktionen, jetzt hier starke Knie zum Körper von Gorchanow. Der versucht jetzt hier Wager wieder von den Beinen zu holen. Der kann sich noch gut oben halten. Sprawlt hier jetzt Gorchanow, der kann aber auch gleich wieder aufstehen. Jetzt versucht Wager hier einen Choke anzusetzen. Den hat er aber nicht ganz drinnen, wenn ich das richtig sehe. Sehr Kräfte aufreiben, sehr kräftezehrend solche Aktionen. Aber das sehen auch unsere Judges. Sollten wir hier zu den Punkterichtern kommen? So, jetzt ist das Tempo rausgenommen. Er versucht hier sein Bein zu befreien. Seinerseits wieder hier in der Halfguard, versucht sich jetzt weiter nach oben zu arbeiten. Muss sich jetzt schon langsam auch befreien, sonst könnte der Referee das schon trennen, aufgrund von Inaktivität. Gorchanow, Wager, beide hier noch gut im Kampf. Wager muss hier aber aufpassen, das kostet ihm sehr viel Kraft. Gorchanow kann sich jetzt hier schön langsam befreien, wird jetzt hier gleich seinen Kopf frei bekommen. Fixierte Wager sehr gut. Versucht sich jetzt hier weiter nach oben zu arbeiten. Aus der Halfguard heraus. Die letzten 10 Sekunden der zweiten von 3 Runden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hat er hier Wager noch gemountet, das werden die Judges auch noch gesehen haben. Finalen Instruktionen. Sekundanten aus der Ring-Sekretär. Wir kommen zur dritten und letzten Runde. Third and final round. Letzte Runde im vierten Kampf des heutigen Abends, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zwischen Andy Gorchanow und Andrei Wager. Es wird hier etwas schneller begonnen als in der zweiten Runde. Gorchanow versucht hier wieder einen Takedown zu setzen, aber Wager verteidigt das hier sehr gut. Nutzt hier auf jeden Fall den Cage. Schafft es hier Gorchanow wieder, Wager von den Beinen zu holen, jetzt hier in der Full Guard. Wager macht das hier dann auch gut seinerseits in der Defensivposition, hält hier Gorchanow sehr nah bei sich, versucht ihn zu fixieren, um ihm möglichst wenig Platz zu geben, dass er sich vielleicht hier eine noch bessere Position sichern kann. Der Schläge zum Körper von Gorchanow.
jetzt hier noch, verteidigt sich hier noch gut, aber Gorgonov klar der dominantere Part jetzt hier am Boden. Jetzt hier hartes Ground and Pound von Gorgonov. Und wieder hartes Ground and Pound, jetzt ein Ellbogen auch noch dazu. Wagner muss hier aufpassen. Ruhe eingekehrt zwischen den beiden Kontrahenten. Und hier Gorgonov immer wieder mit den Schlägen zum Körper, versucht sich hier immer wieder mehr zu befreien. Jetzt Wager hier mit Schlägen zum Kopf. Die letzten 30 Sekunden hier in der finalen Runde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Beide nochmal hier alles geben, um die Judges von sich zu überzeugen. Die letzten Sekunden hier. Und das war auch dann der vierte Kampf des heutigen Abends, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der erste Kampf, der bis zu unseren Judges geht. Dann warten wir gleich noch auf die offizielle Urteilsverkündung durch unseren Ringsprecher Rob Steamhammer. Dürfte ein knappes Match meiner Meinung nach geworden sein. Wir müssen gespannt sein, an welche Ecke hier der Sieg geht. Für beide Kämpfer das Debüt. Hier haben wir nochmal die Highlights aus der letzten Runde. Für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Des heutigen Abends teasern, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vorher noch die Urteilsverkündung, die offizielle. Rote Rennecke, Sieger des Kampfes, Andy Gorgonov. Und Andy Gorgonov gewinnt hier seinen Debütkampf durch Decision. Der Kampf des heutigen haben Sie vorher schon kurz angesprochen. In der roten Ecke haben wir Ali De La Vazarda, Lokalmatador vom De La Vazardas Brothers Gym. Sein Gewicht gemacht mit 70 Kilogramm, 1,70 Meter groß, 21 Jahre jung. Eine Statistik von 3 Kämpfen vorzuweisen, 2 Siege, 1 Niederlage. Ihm gegenüber steht in der blauen Ecke Bank Süvgenes vom Gori Bozok Gym aus Ungarn, auch das Gewicht gemacht, der Kontrahent mit 70 Kilogramm, 1,78 Meter groß, leichte Reichweitenvorteile für die